Ach, deswegen noch ein Abstand. Ah, okay. Na, 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 na. So. Was als nächstes? Den Schwung. Wir haben es jetzt ja Tag, das heißt, wir können die Kurve bauen. Du. Also erstmal bräuchte ich theoretisch den Zug, um zu wissen, wo hier der Halt ist. Das heißt, wir machen zuerst die Anbindung nach Hause. Und ich hoffe, da ist kein großer Wald im Weg. Die paar Bäume hier sind ja okay, aber... So. Oh, und ich muss unbedingt darauf achten, dass ich wirklich durchgehend die Linie mache. Weil ich hatte es ja schon einmal vergessen, dass ein Fitzelchen Rest irgendwo fehlte. Und dann habe ich mich irgendwie 10 Minuten lang gewundert, warum fährt die Bahn nicht? Warum fährt die Bahn nicht? Und dann fehlten da einfach Schienen, weil ein Baum im Weg war. Okay, da kommt jetzt was Nerviges. Da war jetzt was Nerviges. Wie machen wir das? Es geht nicht ganz auf. Okay, dann müssen wir es von hier aus runter machen. Was könnte interessant werden? Platz. Nee. Weiter runter. So. Und dann von hier aus. Dieselbe Höhe? Nee, ne? Ach du Kacke, sieht das doof aus. Hier hätte ich. Nur so hier. Ah, ich könnte. Ich guck mal. Genau, einfach so schräg bauen. Ich habe keine Schienen mehr, ernsthaft. Bau Schienen. So, es muss auf der Höhe. Schräg, schräg. Und hier einfach gerade rüberziehen. So. Das sollte jetzt eigentlich machbar sein. Das heißt, wo fange ich dich jetzt ab? Du bist unten bei Home. Das passt ja, dann können wir gleich Ressourcen einsacken. Bitte überfahr mich nicht. Aber wir hatten eingestellt, dass das Ding unten 40 Sekunden oder so warten soll. Ich halte einfach schon mal die Hand auf der Enter-Taste, dass ich da aufspringen kann. Spam, 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 spam. Was zur Hölle war das? Ja, okay. Ich bin in einen fahrenden Zug reingesprungen auf der rechten Seite und bin sofort auf der linken Seite wieder rausgesprungen. Und der Zug ist weg. Okay, so wird das nichts. Wenn ich jetzt zu Erz 1 laufe, wird sie auch wieder wegfahren. Ich warte einfach hier ganz gemütlich bei Erz 2, bis das Ding angetänzelt ist und dann ist gut. Du kommst weg. Ich mach die zwischen. Oh, da bist du ja schon. Hallo Zug. Stopp Zug. Komm mit Zug. Oh. Stopp. Aussteigen. Da ich nicht weiß, wie ich die Gleise auswähle, mache ich dich mal kurz weg. Steig da ein, fahr los. So, bremse ab. Steig aus, damit ich später nicht vergesse. Mach hier das Gleis wieder hin. So. So wurde es im Wilden Westen auch gemacht, bin ich mir ganz sicher. So, da weiter, 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 weiter. Bremsen. So. Jetzt müssen wir die Haltestation noch einstellen. Das habe ich mich ganz vergessen. Ich glaube, das muss weiter. So vielleicht. Wo ist die Haltestelle? Gott, sind das viele Sachen. Da, Trainstop. Also, diese Richtung war auch irgendwie wichtig. Ich hoffe mal, dass es so okay ist. So, und du bist jetzt... Wir dürfen kein Ü benutzen. Okay. Faxel? Nein. Öl. Eins. So, du fährst jetzt bitte mal. Öl 1.
Head to the station. Wie kriege ich die jetzt weiter runter? Das Problem hatte ich schon mal, oder? Go to station, run the station. Head to station. Nee, du. Remove the station. So, Erz 1, Erz 2, Öl. Go to station, Öl. No path. Ah, ist das... Achso, das ist wieder falsch rum, okay. Du musst also weg. Ihr müsst weg. So. Linus wappet Närklingen. Nee. Öl 1. Du. Öl 1. Hinzufügen. Oh. Okay. Ganz ruhig. So, das Ding wird jetzt mit Öl befüllt und der mittlere Waggon wäre das theoretisch. Aber es ist mir zu sehr versetzt. Deswegen mache ich das ein weiter nach links und kapp die Stromverbindung da. Stopp. Schub, 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 schub. So. Raus. Du weg, du weg. Da. Du weg. Dahin. Blue Cube. Nein, Öl 1. Und du kriegst eine alternative Stromanbindung da. So, du fährst bitte. Das ist falsch. Du fährst bitte. Öl 1. Run the train. Noch Pass, was zu... Das Ding treibt mich echt in Wahnsinn. Da stand es vorhin. Hier sollte es jetzt stehen. Okay, nehmen wir Albert und Chucky. Du fahr zu Albert und Chucky. Völlig falsch hier, aber... Okay. Fahr zu... Es geht sich immer noch nicht ganz auf. Aber egal, es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Das heißt, Albert und Chucky wird jetzt umbenannt nach... Öl 1. Das ist hier trotzdem soweit okay. Anhalten. Öl 1 raus. Home auswählen. Öl 1 hin. Was? Warum packst du das immer nach unten in deiner Liste? Das finde ich nicht gut. Erz 1, Erz 2, Home, Öl. Erz 1, Erz 2. Das ist eigentlich vollkommen egal, oder? Er fährt jetzt Erz 1, Erz 2, nach Hause liefert das Erz ab. Fährt dann zum Öl. Fährt dann zum Erz aus. Ich glaube, wir müssten dann hier noch eine Verbindung machen. Ah, voll freaky. Nee, das will ich so nicht. Geh weg. Ich konnte doch vorhin das so machen, dass es da eingefügt wurde, wo ich wollte. Ich steige einfach mal ein in das Ding und fahre jetzt nach Hause. So. Go to station. Hallo? Run the train, okay. Sehr komisch. Und dann, wenn ich zu Hause bin, habe ich hoffentlich die Liste von vornherein. Trotzdem komisch. Und ja, hier eine Verbindung, die einen Schwung nach oben macht, wäre noch ganz schick für alternative Routen. Aber das haut erstmal so schon hin. So, stopp. Du anhalten. Aussteigen. Wir hätten gerne hier die Ölfässer raus, genau. Und jetzt hätten wir hier aber auch gerne dazwischen quasi. Nehmen wir mal hier und da. Da hätten wir gerne eine Eisenkiste. Und eine blaue... Wie viel Zeug hier? Weg. Eine blaue Kiste brauche ich. Dafür brauche ich einen roten Chip. Bitte beliefert mich mit einem roten Chip, während ihr das ganze Stahlzeug über meinen Köpfen fliegen lässt.
Und ich habe schon wieder getan. Also, Plan ist jetzt, dass wir hier das umdrehen. Was? Also. Und dann hier einen Requester-Chest hinstellen für leere Fässer. Und dann klappt das hoffentlich irgendwie. Oh, und dann müssen die Ärmchen alle auf grün umgestellt werden. Habe ich davon auch genug? Sehe keine. Doch, da. Ihr nehmt bitte dann nur Kupfer und Erz raus. Sonst klauen die Eisenfässer gleich wieder raus. Also Kupfer und Erz. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. So. So rum müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Das heißt, ich warte jetzt auf meinen Stahl und meine roten Chips. Und die ganzen Jungs wollen alle aufgeladen werden. Ja, das ist doof. Bräuchten viel, viel mehr Ruheports. Habe ich aber keine Ressourcen für über. Tut mir leid, Jungs. Tut mir echt leid. Aber könnte sich bitte einer von euch erbarmen und mir rote Chips bringen? Okay, so wird das nichts. Wir müssen halt klauen gehen. Und macht das hier mal alles weg. Das heißt, wir gehen jetzt irgendwo hin, wo rote Chips gebraucht werden und mobsen uns da was. Da kommen die Holzfäller. Ja, wir haben nur 4 Alien-Artefakte mitgebracht. Das ist nicht so wirklich viel. Da, rote Chips. 10 Stück. Yay. Oh, eine Requester-Chest. Ja, Eisenfässer. Oh, warte mal, haben wir bei den Stahlfabriken immer noch diese Privatkiste irgendwo gehabt? Hier, was? Ne, es wird alles da reingebracht. Komm mal mit. Danke. So. Ja. Blaue Kiste. Habe ich? Habe ich. Du da. Bin ich hier noch richtig? Ja. Was für ein Akt. So, du hättest gerne leere Fässer. Und zwar... Oh, das ist eine sehr gute Frage. Sagen wir mal 50. Und ich stelle jetzt mit dem ganzen Stahl, das ich habe... Oh, kann dezent viele herstellen. So. Die kommen dann alle hier rein. Und damit wird der befüllt. Das Öl, das wir jetzt in der neuesten Basis abgebaut haben, in Öl 1... Das mit dem Wagen hier auch ankam. Das müsste jetzt schon in irgendeiner von den passiven Provider-Chests gelandet sein. Und dann oben bei unserem Ölsystem. Also das erste Öl ist quasi schon da. Das ist sehr gut. Ah, hier passt gar nicht so viel rein. Bei euch passt denn rein? 2, 4, 6, 8, 10. Also 20 Slots a 10. Das heißt, wenn wir 200 hier einstellen würden. So. Dann könnten wir genau den ganzen Wagen voll machen. Theoretisch. Praktisch brauchen wir davon einfach viel, viel mehr, damit immer genug im System ist. Vor allem, das wird nicht... Die werden das nicht schaffen, 200 Ölfässer voll zu bekommen. Egal. Ist ein bisschen kurzfristig gedacht, aber ich hau die restlichen leeren Fässer jetzt einfach mal hier zu den passiven Kisten. Dann klappt das schon irgendwie. Jetzt hätte ich gerne das nicht in dieser Reihenfolge. Ah, okay. Also, Erz 1, Erz 2, Öl. Problem, es gibt keine Verbindung so. Es gibt nur eine Verbindung von Home zu Öl. Okay, also wir machen dann noch so eine Schleife hier nach oben. Oder? Mist. Genau, Home sollte schon dabei bleiben. Öl bitte raus. Home. Öl. Nach Öl. Erz 1. Es werden damit. Dann erst zwei. Ja, das ist okay. Also er fährt zu Hause los. Hier unten. Fährt zum Öl. Kein Problem bisher. Hier machen wir eine Schleife rein. Dann fährt er hier lang.
und macht hier einen Knick. Hier ist auf jeden Fall genug Platz für so einen Knick. Machst dann hier einen Knick nach Erz 1, fährt hier die Kurve, fährt zu Erz 2 und fährt dann hier unten rum nach Hause. Das ist soweit super. Also, Karte zu. Du fahr. Tu dein Ding. Wir laufen mal kurz über die Schienen. Und reißen hier die Mauer ab, weil die brauchen wir anderswo. Stückchen jedenfalls. Ja, haben wir genug Schienen für den Trick? Ja, ist okay. Ja. Also wir laufen jetzt zu der Stelle, die ich eben meinte, bauen den Knick ein und dann müsste das System soweit funktionieren. Dann müssten wir regelmäßig einen kleinen Schwung an Öl reinbekommen. Wie groß der ist, müssen wir dann gucken. Also ich erhoffe mir davon echt nicht viel, weil es sind drei Ölquellen, die sind 0,nix wieder auf Minimallast. Also dann haben wir 0,3 aus der Ölkolonie. Das ist irgendwie nicht so viel. So, du... Du. Du. Das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Was jetzt passieren müsste, der Zug ist jetzt gerade bei Öl 1. Leere Fässer werden entladen, volle Fässer werden raufgeschmissen. Und dann fährt er gleich hier an uns vorbei und da nach oben nach Erz 1. Darauf warte ich jetzt. Wenn das klappt, alles super. Dann bauen wir ein paar Lasertürme, bauen ein paar mehr Mauern, bauen noch mehr Lasertürme, bauen eine Radarschüssel. Das ist eine gute Idee. Und geh dann nach Öl 1 und baue die Basis weiter aus. Und kontrolliere auch, wie der Ölbestand da ist. Also, wie viel Öl sich in dem Tank sammelt, wie viel Öl abtransportiert wird und so weiter. Und da kommt der Zug. Und er fährt hoch. Sehr schön.